So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, Fraps hält diesmal durch. Gucken wir mal. Es hat auf jeden Fall diesmal durch, letzte Folge durchgehalten. Wahnsinn. So, wir sind immer noch dabei, unsere Gebäude weiter aufzufrischen. Und wir können auch den Donut einen Fähigkeitspunkt geben. Und das ist ja unser Attentäter quasi, unser Spion und Attentäter. Deswegen geben wir auch ihm die Fähigkeit Assassin. Das heißt, wir haben eine 3% höhere Chance, das Ziel zu töten, wenn wir es angreifen. Guter Mann. Guter Mann, Freunde. So, wir haben jetzt durch die ganzen Gebäude natürlich eine ganze Menge Geld minus gemacht. Machen auch nur noch 1000 pro Runde plus, dadurch, dass wir die Kampftänzer schon gebaut haben. Wir werden dann auch bald die Bodenschützen bauen können. Eigentlich ist das jetzt sogar schon der Fall. Wir könnten jetzt schon die Bodenschützen bauen. 4 Stück wären das dann erstmal. Und danach müssten wir ja die Schildwachen bauen können. Ich glaube, ich werde das sogar jetzt mal langsam in Angriff nehmen. Ja, mal gucken, wie teuer die alle sind. Ach ja, wir wollten ja überlegen, ob wir die Bannwaldläufer noch bauen. Ach ja, wartet mal, Anstoss. Wir werden erstmal die Bogenschützen bauen. Das sind 4 Stück. Und wir werden auf jeden Fall noch mindestens 2 Schildwachen bauen. Und die eine werden wir schon mal jetzt auflösen, die ohne Schild ist. Ne? Also der Unterschied zwischen Schildwachen mit Schild. Mit Schild heißt einfach nur, die haben 7 Nahkampfabwehr mehr. Das war's. Ne, der Rest bleibt eigentlich gleich, im Grunde genommen, sind auch ein bisschen teurer. Von daher können wir die ohne Schild eigentlich auflösen. Würden dann auf 17 kommen. Das passt soweit und 2 Runden dann durchproduzieren. Ja, ihr seht also, wir können im Moment auch nur 3 Leute produzieren. Das ist halt relativ wenig eigentlich noch für eine Hauptprovinz. Da müssen wir mal gucken, ob wir da auch irgendwas machen können, weil die Lichtung der Könige ist ja auch im Grunde genommen so positioniert, dass wir hier auch für alles was bauen können, was sozusagen in den Süden reicht. Ich denke mal, die Feldzahlen und Vaults Amboss, das werden eher so beide Städte sein. Hier kann man übrigens nicht durchfallen. Man kann nur hier oben rein in den Wald, hier von links und hier von rechts rein, das war's. Alles andere ist eher von Untergrund her. Das heißt, die werden eher, eher dafür da sein, dass wir hier wahrscheinlich weniger Einheiten produzieren, sondern eher volle Kanne auf hier so handelbare Ressourcen und Geld und sowas setzen werden. Und oben werden wir dann halt quasi andere Einheiten produzieren. Vielleicht werden wir eins davon noch nehmen, um halt diese Waldschrate, Baummenschen und Dryaden und so bauen zu können, um Walddrachen bauen zu können. Ich denke mal, eins von den beiden wird es dann werden sozusagen, aber das wird dann sowieso dann später gemacht. So, ja, wir produzieren ja eh noch eine Runde, haben wir jetzt noch in der Runde dann die Forschung fertig, sodass wir dann unseren Helden rekrutieren können. Carcassonne will sicherlich Frieden, können sie direkt stecken, weil du bist mein erstes Angriffsziel, zusammen mit Paravon. Wir werden jetzt einfach, wir werden dann einfach ein bisschen plündern. Also die Taktik, kann ich euch nochmal sagen, die Taktik ist so, wir werden halt sehr viel versuchen, überall zu plündern, Städte kaputt zu machen und so weiter, um Geld zu kriegen, um Erfahrungspunkte zu kriegen, unsere Einheiten aufzuleveln, nicht nur unseren Kommandanten, auch unsere Einheiten und euch auch mal ein paar Schlachten zu zeigen, die verschiedenen Herrführer und natürlich mir auch und euch auch die Einheiten zu zeigen, wie sie dann in der Schlacht überhaupt was machen können. Wir werden jetzt weiter auf die Forschung hier unten gehen, da wir nicht in der nächsten Zeit den Tempel des Kronos bauen werden. Das heißt, wir können eigentlich bis hier hinten durchgehen. Was wäre das denn? Am Anfang, wie gesagt, die nächste Forschung würde uns erstmal überhaupt nichts bringen, weil Dryaden, Baumschrat und Baumenschen bauen wir erstmal nicht. Dann hätten wir höhere Chance auf Hinterhalt, 20%. Nee, auf Abwehr eines Hinterhalts und höhere Hinterhaltschance, was natürlich nicht so schlecht ist. Dann mehr Infanterie, mehr Waffenstärke und mehr Nahkampfangriff für Infanterieeinheiten. Das wäre eine schöne Forschung. Und mehr Munition und mehr Rüstung für Infanterie-Kavallerieeinheiten der Elfen. Das sind gute Forschungen, Freunde. In den nächsten 12 Runden eher weniger und dann geht's los mit den guten Forschungen. Aber bis dahin haben wir hoffentlich auch schon mal den ersten Krieg irgendwie inne. So, wir haben jetzt 6 Bodenschützen, 6 Wald, 6 Kampftänzer, 3 ewige Wachen als Schildwall, werden jetzt einen Helden rekrutieren. Und da können wir im Moment auch nur einen Zaubersänger rekrutieren, aber wir können einen mit Leben machen, einen mit Schatten und einen mit Bestien. Jetzt fragt mich mal, was die Typen können. Ich denke mal, wir werden einfach mal alle irgendwann ausprobieren. Ich denke mal, Leben wäre eher so, dass der vielleicht irgendwie so ein bisschen... Hier unten sind die ganzen Zauber, ne? Ah, Arcana-Kanalisierung erhöht die Nachladerate, Energiereserven. Stark gegen 15 Mann-Einheiten oder mehr, kann halt irgendwie ein bisschen was Böses kann er auch machen.
Aber nur eine Sache im Moment füllt Trefferpunkte wieder auf. Zwei Sachen kann er, ja, zwei, drei Sachen kann er machen. Was wäre Schatten? Schatten kann erstmal das Gleiche, auch mal ein bisschen was Böses machen. Kann die Rüstung schwächen, Nahkampf schwächen, kann eher so schwächen auf den Gegner. Und Bestien kann halt ein Vieh herbeirufen, Manticore sogar. Kann auch ein bisschen was Böses machen. Stark gegen 120 Mann-Einheiten, alles klar, Alter. Ne? Da muss erstmal ein Bataillon kommen, ne? Ich glaube, ich würde das mit dem Zaubersehen erstmal machen, um einfach mal so ein Vieh zu rekrutieren, oder? Das wäre da lustig. So, Mission haben wir geschafft. Erfolgreich. Sie stecken wir in den Helden rein. Ist jetzt sogar eine Stufe über unserem Haupthelden. So, was können wir denn immer machen? Sie kann erstmal, kann sie gar nichts. Ja, das, die untere Reihe wäre eher was, wenn sie quasi zurückbleiben würde. Wundheitszeit wäre natürlich nicht schlecht. Das brauchen wir alles nicht. Wir wollen irgendwann natürlich, dass sie auf dem Elfenross ist. Nächste Stufe wäre das dann. Das heißt, wir werden erstmal Abkühlzeit minus 50% auf Wysans Tiergestalt machen. So, und wo könnten wir denn hier, könnten wir hier schon ein Manticore? Hier haben wir höhere Energiereserven. Passive Fähigkeit, das machen wir auf jeden Fall. Da haben wir nämlich mehr Mana auf Deutsch einfach zur Verfügung. Könnten wir hier irgendwo schon Manticore beschwören? Nee. Wo wäre denn das mit dem Manticore? Oder können wir das generell machen? Nee, hier. Da haben wir das. Da hinten. Kalons Verwandlung. Ruft einen Manticore herbei. Der irgendwann dann weg ist. Okay, also hier hinten müssen wir auf jeden Fall hinkommen, Freunde. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt zur Auswahl. Und alle davon können wir nochmal einfach verbessern. Was wollen wir haben? Geschosszauber ist ja eigentlich nicht so schlecht, ne? Dann ein Zauber tut den rüstungsdurchdringlichen Schaden. Das ist einfach nur ein Verstärkungszauber, finde ich nicht ganz so geil. Direktschaden wirkt sich sofort auf Ziele im Gebiet aus. Fügt Kämpfern Schaden zu und ist halt stark gegen große Einheiten. Oder lieber, was haben wir denn für eine Reichweite hier? Effektreichweite, nee, 100 Meter haben wir, ne? Zielreichweite. Und hier haben wir 200 Meter. Ich finde ja 200 Meter erstmal gar nicht so schlecht. Kann Schaden an verbündeten Kämpfern verursachen, ne? Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ne? Verursacht rüstungstechnischen Schaden, durchdringende Wurzelkraft bei allen Reichweiten. Das sieht erstmal gut aus, Freunde. Und der könnte besser werden, indem er einfach nur ein bisschen mehr Abkühlzeit bekommt. Ich glaube, der Rest blieb dann erstmal gleich, ne? Genau. Den machen wir erstmal. So, ansonsten, welche Einheiten wollen wir noch produzieren? Wir haben übrigens jetzt schon Minus, ne? Freunde. Ne? Das zu dem Thema. Wir machen jetzt schon Minus. Das ist ja Wahnsinn. Das hätte ich so weit noch gar nicht gedacht. Ja, wir waren jetzt, wir haben jetzt die Überlegung gehabt. Das sind übrigens die besseren, ne? Also, was heißt die besseren? Das sind ja die Asrei-Speerträger. Und ihr könnt mal gucken. Also, wenn wir jetzt die hier haben. Die Asrei-Speerträger würden halt nur ein bisschen mehr Nahkampfabwehr haben. Der Rest würde alles negativ sein, Freunde. Ne? Außer, dass sie nach denen große Feinde ganz gut sind. Aber der Rest würde alles negativ sein. Und dafür würden sie halt auch nochmal 25 mehr kosten. Also, ich weiß nicht, ich finde das nicht so besonders. Und wenn wir die ewige Wache haben mit Schild, die in den Bannwaldläufer, der hat erstmal 900 Leben mehr, was ein Wahnsinn ist. Weniger Führerschaft, aber 70 ist noch okay, würde ich sagen. Mehr Nahkampfangriff, weniger Abwehr, dafür mehr Waffenstärke und mehr Angriffsbonus. Das ist quasi eher die offensivere Variante, kann man sagen. Die offensivere Variante würde unglaublich viel Geld verschlingen, was wir im Moment einfach nicht haben. Und wenn man überlegt, dass in zwei Runden wir noch weniger Geld machen, müssen wir langsam anfangen, irgendwas zu erobern. Also wir müssen los und müssen... Wir müssen los, Freunde. Ich glaube, wir werden nach Quellens gehen. Und dazu werden wir unseren Dodan mal voranschicken. Und gucken, wo Paravon ist. Da hinten ist Paravon. Die haben eine Reiterarmee ohne Ende. Ja, wir können aber durchs Wurzelwerk auf jeden Fall. Das ist ähnlich wie bei den Zwergen, glaube ich. Ne? Also normalerweise unpassierbares unterirdisches Terrain kann man durchqueren, ist immun gegen Verschleiß. Feindliche Armeen in der Nähe können diese Streitkräfte aus dem Weltwurzelwerk abfangen. Das ist ungünstig. Wird die Armee abgefangen, kann sie sich nicht mehr zurückziehen. Das ist ein bisschen ungünstig, Freunde. Ich würde es trotzdem mal... Also im Normalfall könnten wir nämlich sonst diesen Fluss hier nämlich nicht überqueren. Nur hier vorne, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen machen wir jetzt mal das Wurzelwerk. Und können erst nächste Runde dann los. Und jetzt machen wir jede Runde 63 Minus. Das ist bei 3000 ist das noch okay.
Aber natürlich brauchen wir bald, wir brauchen auch sowas wie Handel oder sowas. Negatives Wachstum, minus 10. Na gut, das passiert. Freunde. So, wir wären in der Hinsicht... Wenn wir hier hingehen, könnten wir nächste Runde schon Quernix angreifen. Lord of the Forest. Ja, da stehen wir zwar noch bei Carcassonne noch mehr drin. Das heißt, die werden uns jetzt noch mehr hassen. Obwohl es sich eigentlich verbessert. Ja, aber von daher... Tordovan führt Krieg gegen die Karad-Norn und Vitro führt Krieg und ist übrigens militärisch verbündet. Übrigens, die beiden sind wieder militärisch verbündet. Das ist ein bisschen bitter. Gegen die Karad-Norn. Arquilon macht gar nichts. Ja, das sind die Jungs hier oben. Die haben auch nur ihre Armee gebaut und das war's. Das ist übrigens der Hauptheld, den wir dann sonst hätten. Ja, wir werden jetzt erstmal Caravan angreifen und diese komische Quenix hier erstmal niederreißen. Nächste Runde. Die Karad-Norn, ja, jetzt müssen wir. Also ich werde versuchen, mit den Jungs irgendwie in Kontakt zu treten. Jetzt machen wir übrigens, weil wir die 15% nicht mehr machen, schon minus 225. Ist natürlich unglaublich viel. Ne? Aber wir werden jetzt... Ach, wir können ja boah, noch nicht abspeichern. So, wir kriegen jetzt Paravon den Krieg, Freunde. Die sind mit Baston zusammen im Verbündet. Na klar, warum auch nicht? Warum sich nicht vorher informieren? Wir wollen ja sowieso den totalen Krieg. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht selbst schlagen, Freunde. Das ist, glaube ich, eine Sache... Machen wir mal abspeichern, falls wir verlieren. Haut da raus. Ja, ich glaube, die machen wir jetzt einfach so nass. So, wie viel kriegen wir denn jetzt eigentlich? Na, 254 Beute nur. Jetzt ist aber die Sache, wenn wir es niederreißen, kriegen wir 1619. Machen wir soweit erstmal. Klingenstandard da bekommen. Und unser Hauptkommandant ist eine Stufe aufgestehen. Wir gehen mal weiter auf Geld. Und die nächste Sache ist... Die Klingenstandard hat er schon eingestellt. Perfekt. So, Freunde. Sie hat übelst den Schaden bekommen, warum auch immer. Bei Garnison kriegen wir übrigens dann auch Verstärkung hinzu. Okay, coole Sache. So, Paravon wäre halt eine Sache, die könnten sich halt ewig verteidigen. Wir werden mit Dolan jetzt mal ein bisschen vorangehen und den Held hier entsenden, um die Paravon noch ein bisschen mehr aufzustacheln. Haben jetzt wieder wenigstens ein bisschen Geld bekommen und dann wieder... Können wir das eigentlich noch einnehmen? Wir könnten es noch einnehmen, würden aber unglaublich viele Einheiten verlieren, Freunde. Und wir würden übelst viel dafür kosten. Also 3000 müssten wir jetzt ausgeben dafür. Das machen wir erstmal mal nicht. Aber wir eigentlich noch nicht so stark sind, dass wir das machen können. Also wir Weißelfen ist jetzt im Moment echt am Anfang das Problem, dass du nicht weißt, was du machen sollst. You have orders? Das Wurzelwerk nehmen wir mal. Können wir irgendwo einen Hinterhalt planen? Hinterhalt davon schon 70%. Dann gehen wir mal dahin. Ne? Und wie ihr seht, wir brauchen einfach mal Knete. Wir brauchen ein wenig mehr Geld. So, Carcassonne will Frieden und würde 1200 zahlen. Das ist natürlich die Sache, ne? Wir werden es erstmal noch ablehnen. Aber wir vielleicht mehr rausschlagen können. Und dann gucken wir mal. So, Mission erteilt. Die weisen Ratsmitglieder haben beschlossen, dass diese Siedlung keine Existenzberechtigung mehr hat. Oh, ist ja nett, ne? Also ihr habt keine Existenzberechtigung mehr. Legt den Dreck in Schutt und Asche für das Wohl Arten Lorenz. Wo denn? Brionne. Da hinten. Ne, siehst du, dass wir jetzt keinen Frieden geschlossen haben. Dann würde ich sagen, ab nach Brion. Und dann Jung würde ich erstmal noch hier lassen, glaube ich. Oder wir können doch nochmal zurückgehen. Und stellen hier bei Burg Carcassonne hin, dass wir wissen, wenn sie kommen. Ja, dass wir wissen, dass sie kommen. Ja, und das ist eigentlich jetzt die Taktik, die ich eigentlich vorhabe. Die natürlich ein bisschen komisch ist, dass wir halt durchziehen, uns sozusagen alle möglichen Leute platt machen, richtig schöne Kriege überall. Ach du Scheiße. Und jetzt kommen auch noch die Großherren, Freunde. Gute Herkunft!
Der Wald kümmert sich um jene, die ihnen dienen. Die Adligen der Reiche von Arteloren sind auserwählt und werden von den Geistern des Waldes umsorgt. Auch jene, die weniger gesellschaftsfähige Aufgaben übernehmen, werden für ihre wichtigen Taten und Dienste entlohnt. Bonuserfahrung für Orion 1000. Das ist natürlich eine Menge. Wir haben jetzt einen weiteren Anhänger bekommen. Allerdings haben wir die Jagdhunde schon. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob wir nochmal Jagdhunde... Nee, einmal Jagdhunde reicht ja, ne? Das heißt, wir könnten bei ihr vielleicht dann sie nochmal Jagdhunde mitnehmen. Die Frage ist halt, sie ist ja nicht Kommandant. Ich glaube, ich würde die Jagdhunde mal aufsparen. Nochmal auf den nächsten Kommandanten. So, erstmal noch ein weiter. Gibt uns noch mehr Geld aus der Schlacht. Oder aus den Schlachten. So, Brion müsste irgendwo hier sein, ne? Also wir können aber vorhin mit ihm mal... Da ist Brion. Hinterhalt, Erfolgschance, 45%, gehen wir trotzdem hin. Müsste man nächste Runde Brion halt platt machen können. Und anders als Quellnes war es so, dass Quellnes hat nur zwei Gebäude drin. Brion hat jetzt mehr drin, da werden wir also ein bisschen mehr Geld kriegen, wenn wir die platt machen. Gucken wir mal. Was mir natürlich nicht gefällt, ist, dass wir 225 Minus machen. Gut, Carcassonne wird jetzt sicherlich noch mehr Geld bezahlen, um Frieden zu machen. Wollen sie aber nicht und sie kommen uns jetzt entgegen. Beziehungsweise sie stellen sich nach Brion rein. Das ist natürlich interessant. Können wir die da schlagen, ist die Frage, Freunde. So, also die Forschung hat uns nichts gebracht. Können wir die hier schlagen? Die sind nicht ausgeruht und haben 24 Leute. Carcassonne hingegen hat 10, haben die Mauern. Eine Kaserne haben sie. Hier steht nichts von Mauern. Hier steht nichts von Mauern und hier steht nichts von Mauern. Wie weit könnten wir denn reisen? Naja, sie könnten uns abfangen, ne? Können wir in den Weltwurzeln den Gegner denn eigentlich abfangen? Ich glaube schon, ne? Hier haben wir eine 70% Hinterhaltschance. Ich gehe mal nach hier, Freunde. Ich glaube, hier ist gar nicht so schlecht. Na, warten wir noch eine Runde ab. Wenn wir die Armee halt schlagen von Brion, dann war's das. So, Carcassonne. Jetzt sind wir schon bei 1800. Und unten sind die Großherden langsam da. Die wollen uns natürlich auch platt machen. Der Riesenhirsch ist eine verehrte und geschätzte Kreatur Arteloriens. Dank seiner magischen spirituellen Eigenschaften halten ihn viele für die Seele des Waldes selbst. Eines Tages auf der Jagd seht ihr euch einer dieser majestätischen Kreaturen gegenüber. Jetzt schlägt eure Stunde eine großartige Gelegenheit. Aber die Frage ist, der Wald lehrt euch das Jagen. Es ist ein Teil des Kreislaufs der Natur. Könnt ihr das Geweih eines solchen großen Tieres als Trophäe nehmen? Präsentieren käme euch eine große Ehre als wahrer Meister der Jagd zuteil. Doch vielleicht ist es besser... beraten, innezuhalten und das Tier in Frieden zu lassen. Was machen wir? Mehr Geschossschaden für 10 Runden. Dafür zahlen wir aber. Oder weniger vampirische und Chaos-Korruption. Wir machen, lassen ihn mal in Ruhe. Der Hirsch ist ja ein geweihter... Ein geweihtes Tier. Da machen wir mal nichts. Wir werden mal den Bernstein-Speer halt mit einer Abkühlzeit verringern. Das bringt, glaube ich, eine ganze Menge in der Hinsicht. Sind wir denn im Krieg mit denen? Eigentlich ja nicht, ne? Noch sind die neutral. Alter, die haben schon wieder legendäre Einheiten hier. So, Frage ist, wir könnten jetzt Burg Carcassonne, glaube ich, dem Erdboden gleich machen. Und ich glaube, das werden wir auch machen. Wir müssen belagern, Freunde. Aber wir haben noch Standarte. Rüstungsdurchdringlicher Schaden plus 10. Machen wir mal auf unsere Waldi, unser Einzelkavalleristen. Ja, das Problem ist, wenn wir belagern, kommen die anderen von hinten, ne? Das war natürlich, ich dachte, wir müssen nicht belagern, Freunde. Das ist natürlich jetzt doof. Ne, weil Carcassonne hat eine 10er Garnison. Wir können mal abspeichern in der Hinsicht. Wir belagern mal eine Runde, aber ich glaube, die anderen werden jetzt von hinten kommen. Wir können höchstens gucken, ob wir jemanden, ob wir die Armee blockieren können. Positives Ereignis 60%. Attentat wäre nur 38. Wir versuchen, die mal zu blockieren, Freunde.
leider gescheitert. Das ist natürlich schade. Immerhin, er ist jetzt Stufe 4. Können wir irgendwas dafür entwickeln, dass der vielleicht besser wird? Naja. Wir gehen also weiter auf Assassine. Judons, das kann natürlich jetzt unser Niedergang sein. Wenn die jetzt rauslaufen, die Tiermenschen sind immerhin im Weg. Weiß nicht, ob das was bringt. Sie sind nicht online. Plattnasen wurden übrigens vernichtet, der Ort schon am Anfang. Und das Chaos regt sich so langsam. Mission erteilt. Die Gaben der Erden gehören rechtmäßig uns. Wir müssen nur losmarschieren und sie uns nehmen. Wir sollen immer noch Brion platt machen. Wir haben schon zwei Missionen, um Brion platt zu machen. So, und diese Schlacht werden wir jetzt auch mal automatisch schlagen. Und wenn jetzt Carcassonne quasi dem Erdbund gleich machen, 874 Beute. Aber das Wichtigste kommt jetzt, Freunde. Und das ist das Ding, warum ich gerne mit den Waldelfen rummarschiere und irgendwelche Städte niederbrenne. 21.899, Freunde. Das ist das, was wir hier bekommen, wenn wir die niederreißen. Was wir natürlich machen werden. Wahnsinn. So, Standarte der Disziplin. Und ein junger Hirsch plus 5 Führerschaft. Noch ein Anhänger. Sehr, sehr geil. Und jetzt guckt mal hier oben an, Freunde. Und jetzt können wir uns dann eigentlich auch noch ein 2 Bataillon noch leisten. Die wieder zunehmen. So, ansonsten Verlust verstärkt uns Rate plus 5%. Ich glaube, das wäre jetzt irgendwas Sinnvolles. Ne, dass wir so ein bisschen schneller uns sozusagen regenerieren würden. Und wir gehen mal in die Wurzel, ins Wurzelversteck dabei. Hier werden wir mal das Einkommen senken von Brion. Na, da ist natürlich die Frage, ob die dann überhaupt noch Plusmann und ihre komische Armee da unterhalten können. Wenn wir jetzt hier die Burg Carcassonne weggemacht haben. Aber ihr seht schon, das ist sozusagen eigentlich so die Taktik, die ich irgendwie so vorschlagen werde. Und das Problem ist, wir haben jetzt auch noch bei der Lichtung auch noch Probleme. Also wir werden uns jetzt erstmal zurückziehen müssen. Ja, ist ja alles nicht so einfach, ne? So, die Tiermenschen sind zum Glück nicht auf uns dran. Die laufen wir jetzt erstmal durch. Jetzt natürlich die Frage. So kommen wir ein bisschen weiter. Dann laufen wir mal zurück. Regenerieren uns. Nächste Runde sind wir dann in der Lichtung weiter drin. Dann machen wir... Wir machen nur noch... Wir machen nichts plus, ne? Groß. Wir haben vampirische Korruption, die jetzt langsam runtergeht. Das bringt uns immerhin auch nochmal ein bisschen was dann ein. Ja, Korruption minus 2 haben wir nämlich im Moment. Und unser Problem ist hier wirklich, wir müssen öffentliche Ordnung irgendwie bekommen. Also vielleicht müssen wir doch nochmal die Kaschemme abreißen, Freunde, weil die echt uns überhaupt nichts bringen und dort auf öffentliche Ordnung gehen. Ich glaube, das war echt ein Riesenproblem, was wir gehabt haben. Wir könnten, wenn wir mal, irgendwas einnehmen würden hier, könnten wir was forschen in der Hinsicht. Das wäre vielleicht was. Die Niederungen der Nacht, Freunde. Die Bilder sehen auch geil aus, ne? Fürstin Morlana und Fürst Alas duldeten die Praktiken ihrer Untertanen ohne Einlenken und nun erfüllt verbotene und arkane Magie die finstere Niederung der Nacht. Die elfischen Untertanen allzeit gastfreundlich. Laden euch ein, sich ihnen anzuschließen, womöglich die Hoffnung, dass ihr keine Vergeltung angedeihen lasst und so dafür eure Anstrengungen wichtige Dinge in Erfahrung bringt. Wenn wir sie ignorieren, passiert nichts. Wenn wir ihnen beitreten, haben wir mehr Energiereserve, dafür Chance auf Kontrollverluste plus 50%. Wir ignorieren die komischen Typen mal. Also irgendwie, was die da von uns wollen, habe ich keine Ahnung. So, rein in die Lichtung, machen wir wieder wenigstens 12 plus. Und es gab doch hier irgendein, wir gucken mal, ob irgendein Tempel uns noch was an sich bringen würde. Übrigens hier, wenn wir das gebaut hätten, wären die Kampftänzer Stufe 8 rausgekommen. Ist ja Wahnsinn. Dann haben wir noch den Tempel des Kornus, da könnten wir sonst dann oben weitergehen. Und einen anderen Tempel. Und das wäre sonst öffentliche Ordnung. Ich glaube, wir werden in die Richtung gehen, dass wir ein bisschen mehr öffentliche Ordnung haben. Und gleichzeitig halt auch noch ein paar handelbare Ressourcen hätten. Jetzt zu dem Thema wegen Handel. Wir haben da jetzt, ich wollte schon sagen, wir haben da jetzt ein bisschen was hier gemacht, Freunde. Können wir denn mal nicht anderes Pakt schließen? Ach Mann, ey. Die Frage ist ja, wo sind denn die Karatnorn? Das wissen wir nicht, ne? Karatnorn haben wir noch nicht gesehen. Doch, hier, warte. Da oben irgendwo. Pass mal auf. Wir werden es mal so machen. Wir werden uns...
Warte. Wir werden, ich nehme mal Vitro. Wir werden ein anderes Pakt haben wollen. Und gleichzeitig werden wir den Krieg gegen die Karad-Norn beitreten. Was bei denen immer noch moderat ist. Oh, das wollen sie noch nicht mal. Willst du mich verarschen, Tommy? Versuchen wir die anderen Typen noch. Die haben wenigstens eine höhere Gesamteinstellung. Die sind ein bisschen aufgeschlossener uns gegenüber. Selbst das wollen die nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Okay. Also selbst wenn wir den Krieg gegen den Typen hier oben beitreten, passiert da nichts. Interessant, Freunde. Interessant. Ne? Na du, das müssen wir eh erstmal eine Runde verweilen. Mindestens 1, 2, 3 Runden. Wir müssen uns ja auch ein bisschen aufladen, das ist von der Armee her. Wir haben jetzt ein bisschen die Frage ist, ob wir jetzt noch 2 Armeeeinheiten rekrutieren, dass wir wenigstens auf 20 kommen. Und dann würden wir halt unglaublich viel auch mehr Minus machen noch. Ich glaube, dann haben wir, so haben wir ja mindestens schon mal 10, nichts. So haben wir 100 Runden. 100 Runden, bis wir Minus machen. Oder spinnig, Freunde. Ja, 100 Runden ist ja easy. Ne? So macht man das, Freunde. So macht man das. So, öffentliche Ordnung nochmal eins hoch. Dann sind wir schon bei plus 14. Wie gesagt, die Korruption geht ja auch nochmal ein bisschen runter. Das wird also auch funktionieren. Ja, eine Runde müssen wir eh noch drin stehen bleiben. Die Frage ist halt wirklich, ob wir noch ein paar Einheiten produzieren wollen. Zum Beispiel so eine ewige Wachen oder sowas. Die kosten ja, glaube ich, nicht so viel, ne? Ach, was kostet die Welt, Freunde? Wir produzieren noch 2 ewige Wachen. Da würden wir hier irgendwie 400 oder 500 sogar eher in die Richtung Minus machen. Dann hätten wir 40 Runden, bis wir wieder Geld kriegen würden oder brauchen würden. Aber da wir ja sowieso rumziehen und alle Leute platt machen, funktioniert das schon, glaube ich. So, nächste Runde wäre dann auch die nächste Forschung fertig. Ich glaube, die würde uns jetzt auch noch nichts bringen, ne? Das war, glaube ich, auch wieder eine, die irgendwie nicht so richtig sinnvoll ist. Da gucken wir mal. Na, oder? Na doch, das war immerhin das mit dem Schanz auf dem Hinterhalt plus 20% und dass wir halt nicht in den Hinterhalt gelegt werden. Und das nächste wäre, dass wir mehr Nahkampfangriff und mehr Waffenstärke für alle Infanteristen hätten. Ja, das wäre ja schon mal was. So. Da dürfen wir nicht rein. Da dürfen wir eigentlich auch nicht rein. Ich will einfach nur hier hochspringen. Die Frage ist, ob ich von hier aus... Ach Gott, da sind ja auch noch Gegner. Ach, Zwerge, Freunde, hier mit Bergwerkern. Die gönnen doch nichts, ne? So, wir sind rausgelaufen, machen jetzt trotzdem minus 4 immer noch. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Aber wir wollen ja... Oh, wer hat denn das hier eingenommen? Estaria, Freunde! Also ich glaube, Carcassonne ist ja auch langsam so ein bisschen, ne? Wir können ja jetzt mit Carcassonne mal Frieden schließen, Freunde. Dann kriegen wir auch nochmal ein bisschen Geld, oder? Obwohl wir es eigentlich auch nicht unbedingt brauchen. An sich. Ne? Moment, wir haben 40 Runden noch Zeit. Gut, werde ich mir mal überlegen, Freunde. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Bis denne!